So, hallo Leute, so, hallo, willkommen. Die Geburtstagslamas sind drin. Ich muss das leider enttäuschen. Man kriegt nur zwei Stück. Man kriegt wirklich nur zwei Stück. Zwei Lamas. Dieses Jahr kam nichts Neues an Waffen, vielleicht mal die Pakete, aber die werden hier safe nicht mit drin sein, weil das bezahlte Dinger waren. Von letztes Jahr, da gab es diese Spionagewaffen. Ja, hier die einmal die Art-Deko-Waffen. Die werdet ihr da safe hier drin finden. Dann hier die Spionagewaffen. Die Waffen, die man auch mit Royale empfinden kann. Die sind drin. Ansonsten. Ja, es sind noch Helden drin. Hier, die sind drin. Und Spionagehelden, beziehungsweise Undercover-Buffs und der Goldnox sind drin. Entschärfungsteam Kyle, Klingensturmvollstrecker und Einsatzagentin Rio. Waren schon so 2018 das erste Mal drin, beziehungsweise Team Calver 2019 drin. Das sind die einzigen, die in dem Lamas drin sind. Das R steht für Röntgen! Und man kriegt wahrscheinlich noch am Sonntag ein drittes Lama. Sollte ich hier aber unter Aufträge sein, so nicht. Also wird wahrscheinlich am Sonntag, wenn er aktualisiert wird, oder Sonntag ist es, kriegt man halt noch einen Lama dazu. Es sind nur 3 Stück, die man bekommt. Leider sehr enttäuschend. Aus diesem Holz bin ich geschnitzt. Das bringt einen zum Nachdenken. Ja, das ist free. Fühlt sich noch jemand durchschaubar? Oh, das bin ich! Sehr enttäuschend. Ich könnte wirklich dir gehören. Na, das war's. Das war's. Das sind alle Geburtstagsdamen, die man bekommen hat. Das ist doch Ordnung. Das sind keine Geburtstagsdamen. Das war einfach mal geschenkte Lamas. Wo du vielleicht noch irgendwas rausbekommen hast, aber. Die ganzen Sachen, die man jetzt hat, die kann man natürlich auch in der Sammlung wieder kriegen. Also sich rausforschen. Mit diesen Tickets, mit den Kraftquellen, falls man sich hat. Das ist